Hey yo, Freunde des Lamas, willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Lama Squad Kanal. Heute zusammen mit Nils. Moin Leute. Und natürlich mit meinem Bruder. Leider. Wir haben die Deffe mittlerweile fertig gebaut für meinen Bruder, Leute. Deswegen, er wird jetzt auf meinem zweiten Account spielen. Ich gebe ihm mal den Controller in die Hand. Ich bin hier gerade auf Handy online, wie ihr sehen könnt. So, Nils hat mich darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich mein Mikrofon ein bisschen klackert manchmal. Kann ich jetzt leider nicht ändern, wir wissen auch nicht, woran das liegt, wie gesagt. So. Also, aber wir gehen dann jetzt mal in die Map rein, dann wird Dominik versuchen, den Deathman zu spielen, ne? Ja, Leute, also, wie gesagt, Dominik hat, jetzt, Dominik hat kann fünfmal versuchen, den Deathman zu schaffen. Und er hat jede Runde 10 Leben und einen Joker, den er einsetzen kann. Dieser Joker gilt für 3 Level, das heißt, sollte er den Joker bei einem Level einsetzen, darf er ihn bei einem anderen Level stoppen und beim nächsten wieder einsetzen. Und das Ding, und Leute, Dominik kann entweder einen Joker von mir oder einen Joker von Frederik halt nehmen. Ja, ich glaube, er nimmt den Joker von mir. Halt, er halt, halt so gesagt, er hat 6 Runden halt. 6 2 pro Runde. Ich war schon draußen. So. Aha. Hier einmal drauf. Was sogar auf er den schwierigen Weg sogar. 8 Leben hat Domi noch. Ja, 7. Ich hasse Death Runs. Du bist einfach nur scheiße in Death Runs. Du kannst übrigens direkt von dem Block auf den da hinten springen, ne? Du musst nicht da auf dich sein. Da kannst du auch doch drüber springen zu Nils. Jawohl. Aber Falk, einer meiner 5 hat das vorsätzlich runtergelandet, hat direkt erste Solo-Runde 19 Kills. Ah ja, 6 Leben. Kann man so schlecht sein, Alter. Er muss Domi sein. So, jetzt kommt der Speedrun. Der Mann, ich denke, hat noch 3 Joker. Also sag doch Bescheid, da kann ich es auch machen, Domi. Wenn wäre ich oder Frederik. Ich bin um die Kurve gelaufen, aber warum schaffe ich das nicht? Ja, weil du... Domi. Ich bin auch gestorben, Digga, weil ich mich zurückgehen wollte. Ach, so los, Alter, der Junge. Oi! Ja! Nix first try. Second try. Und du brauchst jetzt 3... Ich hasse dich, Nils! Du brauchst 3 Impulsgranaten. Du hast schon 3. Oh, Mann. Ich hoffe, das schaffst du jetzt aber. Digga, du springst halt schon. Ja, jetzt kannst du direkt zurückspringen, dir neue Impulsgranaten holen. So. Guck nach unten. Werfen. Spring. Rüber. Werfen. Spring. Ja, selber schuld. Aha. Werfen, spring. Aha. Ja, jetzt einfach nach vorne, genau. Oh nein. Also der hat immer noch 5 Leben, glaube ich, ne? Jo. Knapp. Weiter als eben gekommen. So, einmal. Was ist das hier eigentlich noch? Der schwere Part kommt noch. Nein, nein, nein. Was machst du? Ich kann nicht mehr machen. Leben. Digga, was war das gerade jetzt? So. Du standst halt mehrmals wieder auf dem schwarzen Ding drauf. Du hättest so viel wieder machen können. Ja, da oben ist kein Checkpoint, ne? Denk dran. Du musst aufpassen. Genau an der gleichen Stelle stirbt Kilian auch immer. Ja. What the, Digga? Das ist super so schlecht rein. Du kannst aber noch wieder springen eigentlich. Der hat halt nicht mal seinen Joker eingesetzt, ne? Warum soll ich jetzt einen schon einsetzen? Ja, guck doch. Du schaffst es halt nicht. Du hast doch 3 Leben. Ja, dann mach. Ich setz einen. Soll ich runterspringen, Nils? Nein. Jetzt verkacke ich so selber. Stell dir vor, nee, hab ich keinen Bock. Geh mal weg da. Er möchte, dass ich verkacke wahrscheinlich. Aber viel Spaß, Domi. Spiel weiter. Ja, du musst schon warten, bis die Fallen halt wieder angehen. Und springen. Unverkackt. Ich hab das gesprungen. Scheinbar nicht. Zu spät.
Zwei Leben, falsche Richtung. So, da. Oi! Danke. Du musst durchs Portal. Geh durchs Portal. Die brauchst du noch. Nein. Die brauche ich nicht. Trap-Tunnel. Das sind zwei Level Trap-Tunnel. Ich kann auch, wenn ich kann, du kannst Joker benutzen. Er will es allein versuchen. Oh! Oh! Ja, oh nein! Dominik, guck mal zu mir! Du hast noch zwei Joker, denk dran! Oh! Maschine! Was? Was falsch bei dem? Nein! Ja, da kannst du jetzt eh den Sportschutz ausnutzen. Aber du hast noch Nein! Hey, aber du hast noch ein Leben! Domi nutzt Spawnschutz aus, hat aber nur noch ein Leben. Ja. Das ist ein Speed Race. Das ist schwer. Sehr schwer. Na, ich sterbe, Digga. What the fuck? Ich bin so schlecht. Domi hat die erste Runde verkackt. Die erste Runde. So, Leute, das sind wir wieder. Wir haben jetzt Dominik bis an die Stelle gebracht, wo er gestorben ist. Das war sie Level 20. Domi, du hättest 5 Level nur noch spielen müssen. Du bist schon bei Level 20. Und der hat jetzt wieder 5 Joker. Er hat jetzt wieder 10 Leben und 5 weitere Joker. Du kannst halt einfach Speedrun, Domi. Aber das ist ein schwererer Speedrun wie eben. Ich hab hier nur nicht mehr lang, wo ich schon lang muss. Wo ich weiß nicht, wo Nils hat irgendwie gesagt, da gibt's eine Abkürzung für mich. Nein. Die ja, aber nicht bei dem, beim nächsten. Ja, aber nur wenn er richtig clever ist und die auch nutzt. Stark. Nein, nicht die. Ich hab draußen nur ein Häuschen angeboten. Leute, ich muss es ihm immer wieder sagen. Er hat 5 Joker. Wenn er bei einem Level nicht weiterkommt, kann er die einsetzen. Aber ich glaube, er macht will Ehre machen, es ohne Joker schaffen. Er gibt's nicht mehr direkt, weil er nicht durch die Tür kommt. Ich komm nicht durch die Tür. Oh, ich hoffe, jetzt verkacke ich nicht, Digga. Oh Gott! Ich bin viermal dead, ne? Schon. So. Joker hat sich ausgekostet, Leute. Domi, Level 21. Es gibt übrigens, da gibt's eine Abkürzung. Da? Vielleicht. 6000 EP Kreativmodus Medaille. Ja, wahrscheinlich. Nils, ich schaff gerade, weil ich hier EP-Boost habe auf dem Account, anstatt 1500 EP, 6000 irgendwas EP bekommen. Plus die Medaille. What the fuck? Das ist die Abkürzung da hoch. Ja, da oben, du kommst zu dem Level, das ist eine Level-Abkürzung. Dieses Level hat übrigens Nils gebaut, das ist ein bisschen heavy. und dann noch Mitte. Naja, das wird schon. Oh, stark, Dominik, komm, Junge! Das würde ich schon auch schwer stufen, Nils. Ja. Nein. Für ihn ja. Das schaffst du nicht. Das ist normales Level im Parcours. Darf ich da einen Joker machen? Du kannst überall einen Joker machen. Du kannst auch mich zurückkommen lassen, damit ich sie mache. Der Mittel, Nils. Der macht nur böse Level für mich. Komm, Frederik. Wenn ich der. Digga, willst du mich flachsen? Digga, willst du mich flachsen? Jetzt schaffe ich das! So, Joker hat sich ausgekostet, hat zwar 2 Versuche gekostet und ein Leben verbraucht, Leute, aber ist ja nicht so schlimm. Joker hat sich ausgezahlt. Oi! So, durch welche Türe musst du, Domi? Es gibt 2! Du musst dich für eine entscheiden. Schock! Ich meine, guck dich mal bei der anderen. Da steht direkt die Levelzahl wieder, ne? Ja, doch, ich habe eben gesehen, dass der weitergeht. Dominik hat mir eben einmal zugeguckt, deswegen. Ja. Ja, ich muss so durch die Tür durchkommen, ne? Benutze! Ja! Dominik, hier ist halt der Weg, damit ich cheaten kann. Das ist das Hass-Level. Nein! Du bist gestorben. Der Joker verkackt, das ist einfach traurig. Domi, renn doch nicht wieder in die Falle rein.
Ich bin noch drin! Nee, du bist nicht drin, du bist an der Tür, an der Tür dran! Jetzt bist du drin. Warte, oh, Frederik, hier ist der Cheat für Dominik. Guck, das ist das Hard-Level Dominik, was wir hier lagen. Das ist das der Joker-Weg, oder was? Ja, Dicker von ihm, dann hat er nur zwei Joker von mir. Domi, du kannst entscheiden, entweder du nimmst direkt Nils einen Joker und machst den Weg, oder du guckst dir das Level erstmal an. Weil das ist echt schwer. Das schaff ich nicht mal mittlerweile mit dem Kopf. Das schafft nicht mal Nils. Tschüss. Aber ich habe Leute, wir werden euch die Level, die Dominik nicht spielt, direkt gleich zeigen. Ja. Ich hasse dich, Nils. Oder wir zeigen euch jetzt einfach mal das Level. Ja, Dominik hätte das machen können, sogar. Ich kann mich einfach mit meinem Fett bewegen. Niemals! Also wenn Freddy das jetzt voll... Er hat gemacht! Also Leute, das nehmen wir jetzt als Nils seinen Joker, ne? Weil der ja die Abkürzung hat. Er stirbt beim Dropper. Das ist der einfachste Dropper, du musst einfach so die richtige Richtung haben. Den richtigen Winkel. Ui! Und Domi, guck mal, wo du bist! Guck mal, wo du bist! Guck mal, wo du bist beim Level. Er ist beim letzten Level angekommen, Leute. Das hat drei Abschnitte. Jetzt muss er weise entscheiden. Ich würde dir nicht raten, zu nah nach vorne zu gehen, sondern direkt loszufliegen. Da ist sind... Wie fliegt man? Ja, ich bin tot. Digga. Geh bitte umbringen. Ich will Dominik zugucken. Okay, warte mal. Warte, Domi. Ich bring mich kurz mal auf Handy um, ja? Muss ich durch den Rift? Weiß ich nicht. Wird schon jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Geh durch. Und jetzt muss... Ich hab den Battle Pass gewonnen. Nee. Das ist noch nicht zu Ende. Wo ist das bitte zu Ende? Ja, alles klar. Du musst den Jetpack droppen. Wenn das geht. Okay, er kann das Jetpack nicht droppen, Leute. Dann machen wir das jetzt einfach so. Er kann jetzt einfach so mit dem Jetpack machen. Das Level. Ja, wo musst du? Du musst gerade auch durchfliegen. Auf das letzte Ding da hinten, Dominik. Hä? Letzte Ding, da war das ein Rift hinter. Auf den letzten grünen Block. Da ist ein Rift an der Wand. Nein. Ui. Ah, doch. Und viel Spaß. Jetzt bist du in Labyrinth abgekommen. Nein, nicht fliegen. Frederik. Ab hier brauchst du keine Tipps mehr. Das ist falsche Frederik, du musst eigentlich hier unten spawnen. Nee. Das ist das Richtige, Nils. Der spawnt oben und geht dann nach unten. Ach so. Was? Ja, lest laut vor! Was deckst du, wer du. Ja, alles klar. Was deckst du, Standleiste, Frederik? Darauf habe ich schon mal keinen Bock mehr. Was deckst du, Junge? Das ist aber extra so, Nils. Das ist aber extra so, ne? Was deckst du, wer du bist? Das obere Labyrinth hat Nils gebaut, Leute, das untere ich. Ja. Komm da nicht durch! Ja, da musst du wohl einen anderen Weg. Ohne fliegen! Ja, egal, das wäre ja ein Jump-Front gewesen. Oh! Er hat das Rift gefunden. Oh, jetzt nicht schwarz! Guck mal, jetzt ist das Jetpack. Nein! Hallo? Jetzt kommen meine Sprüche, Junge! Ja, sag! Dominik, das musst du doch vorlesen! Schade, da hättest. Hast du schon wieder verkackt? Hast du schon wieder verkackt? Nee, hab ich nicht. Hab ja noch. Ja. So, als wäre der Einweg, wo er nicht weiterrennt, ne? Ja. Lese es vor! Das ist dasselbe wie eben! Nein! Doch! Die hat überall woanders anderes hingeschrieben. Du musst alles genau lesen! Alles genau lesen! Ja, da waren eben noch Schilder, du Trottel! Guck
Da waren eben noch Schilder, du Trottel. Ja. Er rennt schon wieder vorbei. Endlich. Guck eine Ecke weiter, dann haltest du den Bettbuch. Ja, alles klar, ja. Steht hier. Da ist. Du sollst eine Ecke weiter gucken. Leider nicht richtig. Guck mal am Start. Ah, guck mal am Start, ja, Digga. Ja, guck mal am Start. Ich hasse dich gerade wieder. Wo ist der Start überhaupt? Ich meine, beziehungsweise, du musst einen riesigen Platz finden, wo du ein Loch hast, wo du durchfallen kannst. Da! Machst du das? Ja, mach ich. Du musst ein riesiges Loch. Du musst ein riesiges Loch finden, wo du durchfallen kannst. Hör da nicht. Der Start. Jetzt wird schon verlaufen. Du musst in einem fetten Loch in dem. Das ist immer der Mitte, Dominik. Wieso habe ich eigentlich Anonymitätsmodus auf Handy an? Keine Ahnung. Hier bin ich nicht lang gelaufen, richtig. Hallo? Anonymitätsmodus aus. Anwenden. Du Trottel. Ah ja! Du Trottel, ja, Mann, ja. Ja, Digga, bist du komplett verblödet? Du Trottel. Bist du verblödet? Muss ich da durch? Hä? Man kommt hier nicht weiter. Hä? Bist du komplett dumm? Dreh dich um! Geh mal zurück raus, du Mann. Geh mal aus dem Ding hier raus und guck mal, was hinter dir steht. Da du hast vor dir hinter dir steht im Gang. Du Trottel steht hinter da. Hinter dir. Du Trottel. Geh da durch. Geh durch. Wie gesagt, du musst ein riesiges Loch finden. Hat's gefunden. So Leute, Dominik ist angekommen. Jetzt bin ich gespannt, ob er es schafft. Ich weiß nicht, wo der richtige Weg ist. Hier war es eben auf jeden Fall nicht. Also Leute, wir haben jetzt übrigens auch die Regel gemacht, wie gesagt. Wir haben jetzt die Regel festgelegt, Leute. Dominik hat jetzt 5 Minuten noch Zeit, hier für den Death Run zu beenden. Hier war es nicht. Du hast noch 5 Minuten Zeit. Ja, ich guck gerade, wo der Ausgang ist. Wenn du bei mir angekommen bist, dann hast du es geschafft. Wenn ich bei dir wieder angekommen. Ja, wenn du hier unten beim Spawn bist. Ich soll am Start gucken, aber wo? Da stand hinten, ich soll am Start gucken. Tja. Warum höre ich unter mir Schritte? Ja, weil ich unter dir bin. Was steht da? Nee, oder? Okay. Okay, okay. Was ist hier? Machst du das? Ja, ich mach's nicht drüber. Danny, der Tipp ist gut. Guck am Start, ist schon eigentlich der ja, finale Tipp. Ja, ich hab am Start geguckt, aber wo? Ja, warum läuft hier in die falsche Richtung? Ich bin auch so lost. Bitte, kann mir irgendwer. Ah, hier, ja. Es kann nur einen Weg dann geben. Hab's geschafft. Ich hab den Battle Pass bekommen. Ja, Leute, Domi bekommt nächste Season Battle Pass. Er hat's geschafft. Oh. Und an euch verlosen wir natürlich wieder auch einen Battle Pass. Eine. Ihr müsst einfach nur Instagram-Name, Epic-Name und so oder Epic-Name reinschreiben. Und ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge und ciao, Leute.